Wir machen weiter. Wir haben da den Schalter gedrückt. Dann geht in der Halle oben die eine Tür auf, wo wir schon mal gesehen haben. Und dann geht hier die, da ging auch die Tür auf. Und dann haben wir da dahinter den Schalter gedrückt und die Tür wieder zugemacht. Das ist später hilfreich. Das steht in meiner Lösung auf laraweb.de. Und jetzt müssen wir wieder in die, kommt dann einer, in die Halle zurückwatscheln. Da ist jetzt oben die Tür offen. Da, genau. So. Und da müssen wir jetzt rein, oder? So. Gut. Wunderschöne Grafik. Und zwar da oben. Da oben ist die, siehste, da ist jetzt die Tür offen. Und dazu müssen wir da erst wieder rauf. Und zwar über diese kleine Rampe hier. Kann man raufspringen. Ja, man gewöhnt sich mit der Zeit so ein bisschen an das Gamepad. Ja, ja. Jetzt rüberhangeln. Jetzt werde ich gleich abstürzen, das weiß ich. Jetzt rüberhangeln und dann da rein, oder? Klettere in der großen Halle wieder auf den Balkon und hange zu der neuen Öffnung. Du gelangst in einen verrosteten Gang mit 5 Türen. Wie mein Auto, habe ich jetzt da geschrieben. Hahaha. Ha, ha. Sehr witzig. Pass auf, Wacht. Verrosteter Gang mit 5 Türen. So. Da pflanzen wir uns jetzt hin und speichern. speichern. So, verrosteter Gang mit 5 Türen. Da Schlüssel. Da kann man aufschrauben. Da kann man aufschrauben. Da weiß ich nicht. Und da weiß ich auch nicht. Ei! Gut. Also, verrosteter 5-Türer. Was machen wir denn da Schönes? Öffne die zweite rechts mit dem Handrad und lasse dich hinunter. Öffne die zweite rechts mit dem Handrad und lasse dich hinunter. Mach auf, Mädel. Ist da einer drin? Alter, lasse dich hinunter. Weil tiefer Sturz. So. Was machen wir hier Feines? Oh weh. Gut. Schiebe die eine Kiste unter den Schalter, um ihn drücken zu können. Die rechts, oder? Und da ist der Schalter, oder? Schiebe die eine Kiste unter den Schalter. Ja, kann jetzt dauern. So, jetzt müssen wir von der anderen Seite, oder? So. Die Geräusche von ihr. Da ist der Schalter. Das andere ist ja, das ist ja keine Kiste, oder? Schaut genau, nee, das ist keine Kiste. So, Schalter, um ihn drücken zu können. Und die andere unter den... Das ist der Schalter, was? Und die andere unter den Ausgang oben. Ah, jetzt drückt man den Schalter, oder? Dann geht da oben die Tür auf. Und jetzt müssen wir die da rausziehen, damit wir da oben rauf können, oder? Und die andere unter den Ausgang.
oben. Er führt in eine kleine Halle. Jetzt, warte. Alter. Das ist so richtig Pop-Art hier. Wahnsinn. Speichern. Kleine Halle. Lieber mal nachschauen. Alter. Kleine Halle. Ah ja, jetzt eine Hühne. Alter. Na nö. Keine Rolle. Und dann weiter zu einem Gang mit Schläger. Gang mit Schläger. Hat der was? Der hat nix. Mist, aber auch. Hat der nix, sag mal. Unangenehm. Wieso hat der nix? Der hat nix. Gut. Nö. Also. Der dich in einen Raum mit Holzkiste. Das ist die Holzkiste, oder wie? Unter ihr liegt ein Schlüssel, dringt, die du unter den Hebel schiebst. Wo ist da ein Hebel? Da drüben. Ja, hätte ich in die andere Richtung schieben sollen. Na, ist ja wurscht. Ah, da komme ich jetzt nicht drüber. Ich kotze gleich. Schiebe ich ihn an die Wand und dann rüber zum Hebel. Oder? Gut. Schieben, Mädel. Durch die so geöffnete Tür. Ja, hier ist schwer was los. Kommst du wieder in den Gang mit den fünf Türen, oder? Kommst du wieder in den rostigen Gang, wo du nun rechts die Tür mit dem Schlüssel öffnest? Aber von hier aus gesehen, oder? Oder wie? Gut, so kann man sich seinen Tag versüßen, versauen, verbringen. Oh weia. Was gibt's hier? Warte, speichern. Ja, da sind wir noch eine Zeit lang beschäftigt. Schlüssel öffnest. Lasse dich hinab und... Oh Gott, schiebe die Kiste. Lasse dich hinab. Nichts leichter als das. Wie spät haben wir es überhaupt? Weil wenn ich einfach runterspringe, dann erleidet Lara Schaden. Schiebe die Kiste in der Ecke so neben die anderen, dass du die Kiste in der Wand ganz herausziehen kannst.
Ah, nee, warte. Ah, schau. Entschuldige. Kommando zurück. Ich muss sie erst eins nach links ziehen. Sonst kann ich die da nicht hinschieben. Ja. Gut, Weihnachten sind wir fertig. So. So, jetzt können wir da oben die Kiste rausziehen. Oder? Und dann die dahinter einmal schiebst. Weil wenn jetzt hinter mir keine Kiste wäre, könnte ich die jetzt nicht nochmal. Und dann die Geräusche von der Laura. Dann die Geräusche, dann die andere Kiste nochmal schieben. Oder? Und dann die dahinter einmal schiebst, um in den nächsten Raum zu gelangen. Achtung, da ist jetzt. Jetzt warte. Speichern erstmal, jetzt warte. Oh, Energy Drink Pause, warte. Und speichern. Gut, Weihnachten sind wir fertig. Also. Speichern. Jetzt gehe ich einfach mal runter. Gespeichert. Habe ich ja. Da ist morscher Boden. Zwar, oh, Feuer. Das ist Marschboden. Und dahinter rollen Fässer runter, das weiß ich, oder? Da rollen Fässer, siehst du, wo ich das noch weiß. Und da müssen wir aber rauf, oder wie? Oder rollt da noch ein Fass runter? Da rollt noch ein Fass runter. Ah, da kommt das berühmte Schiff. Jetzt warte. Dahinter im Raum. Hier warte der allseits beliebte morsche Boden. Springe auf der linken Hälfte der Platten und sofort. Springe auf die linke Hälfte der Platten und sofort wieder zurück, um die Fässer auszulösen. Gespeichert haben wir ja. Was ist da unten? Oh. Na gut. Und jetzt? Und die Fässer. Laufe dann auf der rechten Seite hinüber und nach rechts, wo du dich in die Öffnung hochziehst, aber gleich wieder runterlässt und ganz an die Wand stellst. Noch mehr Fässer. Also, jetzt warte. Speichern. Weil die Kiste, die Fässer rollen dann über dich drüber. Jetzt pass auf, auch speichern. So. So, jetzt hochziehen. Runterlassen und schnell vorlaufen. Weil dann rollen die über dich rüber. Verstehst du das? So. Und da ist der grüne Drache, sonst nichts, oder? Bevor er den grünen Drache holst, dann geht es wieder zurück. Aha. Nochmal, das sieht hier schon schön aus. So, okay. Dann geht es wieder zurück und in die andere Richtung, oder? Ah, da kommt einer! Da kommt einer. Von wo kommt der Idiot? Von da, oder? Ah, da rennt einer rum!
Okay, grüner Drache, wo ein Schütze wartet, springe auf das Boot und betätige, also springe, bleiben wir mal an dem Punkt, springe auf das Boot. Jetzt warte. Das Boot, berühmter Film, oder? Mit dem Captain Iglu, hat der nix dabei, oder was? Nee, komm. So ein blöder Hund. So, jetzt müssen wir auf der Boot springen. Passwort. Alter! Oh! Wunderschön. Ui! Färbiger. Also in der... Okay, Speicherung. Wie spät haben wir es? 25. Gut, spielen wir noch ein paar Meter. Und betätige den Unterwasserhebel bei der Leiter, der kurz die Tür oben rechts öffnet. Oh, tauche also schnell auf, klettere auf das Boot und springe von seiner Seitenkante nach oben und weiter in die hinauf in die offene Tür. Oh, bitte. Also da ist der Hebel. Hä? Da ist der Hebel. So. Also, und der macht da oben die Tür auf. Die Tür? Nee. Hä? Macht der die Tür auf? Welche Tür macht er auf? Der macht die Tür auf, oder? Komm ich da rauf, oder? Also gut, jetzt warte. Klettere auf das Boot und springe von seiner Seitenkante nach oben und weiter hinauf in die offene Tür. Also ich muss mich hier hochziehen und dann darauf springen, nach dem Hochziehen darauf springen und dann gleich nochmal raufspringen, oder? Kann das sein? Speichern. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Gut, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Du sollst... Ha, hochziehen, Mädel. Na. Alter. Hat aber locker geklappt. Hm? Alter, jetzt speichere ich mal auf einen neuen Platz. Komm her. Tatsächlich, na gut, da hätten wir jetzt Zeit gehabt. Na gut. Offene Tür. Schalte den Hebel dahinter und gehe nach rechts. Entschuldige, was ist da rechts? Oh nee, das ist wieder so diese typische, die gab es im 1er auch schon, oder? Also schalte den Hebel dahinter. Jetzt ist die Tür wieder aufgegangen. Geh nach rechts. Jetzt geht die Tür zu. Und ich muss jetzt sagen, das ist aber eine Falle, oder? Wo du rückwärts hinunterrutschst, dich an die Kante fest, warte bis sie verhalten. Das genau dasselbe gab es im 1er, oder? Man kann da reinspringen, aber haben wir gespeichert. Jetzt rutsche ich runter, greife die Kante, da sind tödliche Scherben. Jetzt warte ich, bis die Bodenklappe wieder zugeht. Und dann ziehe ich mich hoch. Keine Angst. So. Und das durfte man im 1er nicht machen. Für den Erfolg. Das ist genau dasselbe System. In Natlas Minen war das, oder? Falltür hoch. Jetzt kannst du reichen und dort den Hebel betätigen. Jetzt kommt einer. Hebel betätigen. Kehr in den Bootsraum zurück. Kann ich da unten ist zu, oder?
Das ist haargenau dasselbe wie im Einser. Kehr in den Bootsraum zurück. Da rennt irgendwo einer rum. Machen wir noch ein paar Meter. Bootsraum zurück und verlasse ihn durch die andere Öffnung. Der hat nichts. Mist, aber verlasse ihn durch die andere Öffnung. Da rennt einer rum, oder? Alter! Ach, da haben wir jetzt vorhin hier die Tür aufgemacht, genau. Ah! Ah! Hammer. Den haben wir noch nicht. Oh nee. Oder? Da rennt noch einer rum. Jetzt haben wir alle, oder? Speichern. Die in einen großen bewachten Saal führt. Die drei Wachen lassen sich von oben aus erlegen. Wie aber kommt Lara in die untere Etage? Ah ja, jetzt warte. Gut, der Pflanz. Jetzt warte, oder sollen wir da Pause machen? Also, das steht wieder am Kopf hier alles. Speyer haben wir, oder? Das steht hier alles wieder am Kopf. Wir müssen jetzt auch noch alles einsammeln hier von den Kollegen. Da unten, das sind Scherben, tödliche Scherben, oder? Und wenn du da, da rutschst du in die Scherben rein, wenn du da auf die, auf das hier kommst, rutschst du in die Scherben rein. Na gut, das machen wir im nächsten Video, oder? Speichern wir hier und machen Pause. Speichern. Okay, Pause und nach Hause. Tschüss, bis gleich.